Herzlich willkommen zurück auf Maisy.at. Es fehlt noch ein bzw. zwei essentielle Dinge, um den Bulli grob zumindest fertigzustellen. Der Fußboden kommt heute rein, die Elektrik mache ich jetzt noch am Wochenende. Und zuerst muss ich aber alles ausräumen, das heißt die Möbel müssen raus, das Ganze, was schon verpackt ist, muss auch raus. Damit starten wir dann und dann fangen wir an, den Boden reinzulegen. Die Schwierigkeit ist jetzt natürlich, dass wir uns merken, welche Punkte wir hier wo verwendet haben, sonst passt das vielleicht bei den Möbeln nachher nicht mehr ganz. Deswegen versuchen wir uns da gleich ein paar Hilfslinien anzuzeichnen und dann mal schauen, ob das alles nachher so wird, wie wir uns das vorstellen. Auf jeden Fall ging es schon richtig, richtig schnell hier mit dem Ausbau. So war es ja auch geplant, ja, dass es hier relativ schnell mit zwei Mann, oder ich habe bisher ganz allein geschraubt, auszubauen geht, ja, um das dann vielleicht wieder als Transporter nutzen zu können. Ja. Zumindest ist der Plan, dass dieser Hochschrank und die Küche stehen bleibt. Aber so wie das hier, die Sitzboxen so, dass man die relativ schnell ausbauen kann. Genau, das klappt ganz gut. Fußboden ist jetzt drin, PVC-Belag ist es jetzt geworden. Es wirkt auf jeden Fall viel, viel besser. Auch diese Kante hier haben wir erstmal so verkleidet. Dann habe ich heute noch mal ein paar Anpassungen vorgenommen. Zum Beispiel der Wasserhahn ist jetzt auch fest. Ja, die Waschschüssel habe ich jetzt noch mal ein bisschen anpassen müssen, weil der Abfluss nicht ganz so optimal drin saß. Also muss ich da ein bisschen was wegschleifen bzw. wegfräsen sogar. Genau, ansonsten hat sich jetzt gar nicht so viel getan. Der Fußboden war heute ein wichtiges Thema für mich. Morgen werde ich dann die Elektrik einbauen, das heißt Zweitbatterie, alles was so Elektronik jetzt in der Einfachheit sich darstellt, sprich ein kleines Voltmeter,
Ja, das Trennrelais sicherlich, was man braucht. Beziehungsweise noch ein paar Kfz-Dosen, um dann auch nachher die Kühlbox vernünftig anzuschließen. Aktuell habe ich es dann nur noch mit der Kfz-Dose vorne gemacht, mit der Zigarettenanzünderdose. Und ja, mehr soll es eigentlich gar nicht werden in der Elektrik. Vielleicht kommt nochmal ein Wechselrichter rein, aber derzeit brauchte ich nicht, vielleicht für längere Reisen, falls ich mal die Kamera laden muss oder mal den Laptop dazu holen muss. Ich werde jetzt nochmal alles einladen, das brauche ich aber sicherlich euch nicht zeigen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!